Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus meinem oder unserem Jurassic Park 1 Nachbauprojekt hier. Und wir haben ja beim letzten Mal, oh da läuft eine Ziege, wir haben ja beim letzten Mal hier mit dem Tyrannosaurus Rex Gehege so ein bisschen angefangen und schon mal so ein bisschen den Grundriss und Grundstein sozusagen gesetzt. Ja, allerdings bin ich mit der ganzen Sache, die wir gemacht haben, noch nicht so ganz zufrieden, muss ich sagen. Also es gibt einige Dinge, die mich persönlich hier noch stören. Und das möchte ich heute auf jeden Fall angehen, dass wir das ein bisschen verbessern und nochmal ein bisschen umbauen. In der letzten Folge haben wir allgemein relativ viel Planung und Theorie gehabt. Deswegen haben wir wirklich nur so ein bisschen was gebaut. Also wir sind nicht gut vorangekommen. Das möchte ich auf jeden Fall in der heutigen Folge ändern. Das Ziel ist, das Tyrannosaurus-Gehege fertig zu bekommen und den Tyrannosaurus Rex dann später auch in dem Gehege freizulassen. Ihr habt auch zahlreiche Tipps und Kommentare geschrieben. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Habt ihr auch größtenteils gelesen. Und werde die auf jeden Fall versuchen, heute in der heutigen Folge größtenteils zu berücksichtigen und auch hier einfließen zu lassen in das Projekt. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Da waren wirklich sehr, sehr coole Ideen bei. Die erste Sache, die mich auf jeden Fall so ein bisschen stört, dafür blende ich nochmal oben rechts für euch einen Screenshot ein und versuche mal die Kamera einigermaßen identisch zu platzieren. Es muss jetzt nicht ganz perfekt sein. Ja, ist sogar relativ schwierig. Ungefähr so ist das, ne? Kommt, glaube ich, jetzt hin. Und da fällt auf jeden Fall direkt auf, finde ich, dass dieser Kurvenverlauf einfach nicht steil genug ist. Also der Winkel der Kurve muss noch viel, viel steiler sein. Die müsste halt viel mehr so in diese Richtung verlaufen. Das muss ich auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Und was mir auch noch aufgefallen ist, wenn ihr mal auf den Hintergrund achtet, hier ist gar nicht der Berg zu sehen. Das war ja eigentlich mein Ziel, dass der Berg auch wirklich im Hintergrund ist. Aber irgendwie habe ich das nicht so richtig hingekriegt, weil der Berg ist auf dieser Seite. Das heißt, ich müsste eigentlich diese gesamte Kurve und Szenerie hier nochmal abreißen und so ein bisschen weiter nach hier rechts verschieben. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal so ein bisschen beigehen, weil mich das sonst im Endeffekt stören würde. Das werde ich für euch aber rausschneiden. Das werde ich jetzt nicht nochmal alles im Video lassen, weil ist ja eigentlich im Prinzip das gleiche wie beim letzten Mal, nur dass ich das Ganze an einer anderen Stelle platziere. Ihr habt mir dafür sogar noch einen guten Hinweis in den Kommentaren gegeben. Ich könnte mich ja auch so ein bisschen an den Zaunelementen orientieren, weil im Film sieht man auch ganz gut diese Zaunelemente. Das heißt, dieser große Pfosten, kleiner Pfosten, großer Pfosten. Das ist ein Zaunelement und die könnte ich ja so ein bisschen zählen und anhand dieser Zaunelemente dann sozusagen die Kurve gestalten. Das fand ich eine sehr gute Idee. Okay, so gefällt mir das schon relativ gut hier, muss ich sagen. Habe ich die Elemente alle so ein bisschen kleiner gemacht. Müssen halt jetzt nur gucken, dass wir hier auch wieder um die Kurve kommen. Ich meine, das ist im Prinzip ein Zaun, den man im Film nicht mehr wirklich sieht. Deswegen werde ich hier, denke ich mal, einfach mit so einer S-Kurve zurückgehen. Auch wieder so ein bisschen schmaler. So geht es übrigens auch, das habe ich vorhin gar nicht bedacht. Also man kann einfach nicht hier das Maximum machen, sondern so und dann gucken, dass man die 5 Elemente hat und dann relativ klein. Dann sind hier die Abstände oder diese Zaunelemente, die einzelnen, ein bisschen schmaler. Eigentlich ganz nice. Sieht von oben auch immer ein bisschen eckiger aus, als wenn man dann wieder ranzoomt. Ihr seht, das sieht hier dann viel, viel eckiger aus. Es geht aber eigentlich klar, wenn dann hier später die Strecke lang verläuft. Hier ist dann diese T-Rex-Szene. Müssen wir hier irgendwo das Häuschen machen. Dann wird die Strecke hier noch ein bisschen verändern. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Müsste man hier die Strecke entlang führen. Irgendwie so. Und dann gucken wir mal. Jetzt sieht man auf jeden Fall im Hintergrund so ein bisschen den Berg. Das finde ich schon ganz cool. Den Streckenverlauf werde ich dann gleich auch noch zeichnen. Aber was jetzt natürlich auch noch sehr, sehr interessant ist, ist dieser Tunnel, den man sieht. Dafür hattet ihr auch zahlreiche Ideen und Vorschläge, die ich auch mega cool finde teilweise. Unter anderem habt ihr vorgeschlagen, dass wir ja so eine Jurassic Tour dafür nehmen könnten, weil die hat wirklich diesen perfekten Tunnelausgang. Seht ihr das? Hier vorne, das ist mega nice. Also es würde richtig gut passen. Würde ich sogar eventuell in Erwägung ziehen, auch wenn da dieses Strohdach ist. Allerdings kann man keine Jurassic Touren kombinieren miteinander. Ich kann zum Beispiel hier nicht, wenn ich die jetzt hier weiterbaue, die Tour. Ja, diese hier. Wenn ich die weiterbaue, kann ich leider nicht zum Beispiel hier an dieser Station dann andocken. Das funktioniert leider nicht. Wir können mal eben warten, bis sie fertig ist. Ansonsten hätte man das natürlich vielleicht machen können, ne? Hätte man zumindest diesen Ausgang, wobei das Strohdach wahrscheinlich mich dann auch gestört hätte. Werden wir gleich mal sehen. So, jetzt sieht man das ganz gut. Also dieser Ausgang hier ist schon mal relativ cool. Der kommt sogar sehr nah an das, an den Tunnel ran. Ich glaube, das ist sogar der Tunnelausgang, ne? Das ist der originale Tunnelausgang. Das ist halt tatsächlich. Wie cool. Ach, schade, dass man den nicht bauen kann.
Das ist halt genau der Ausgang, den wir brauchen als Tunnel. Ich kann es euch jetzt nochmal eben zeigen, dass es nicht funktioniert, leider. Es fehlen so viele Elemente. Ich hoffe wirklich, dass irgendwann die Mod-Unterstützung freigegeben wird und dann ganz viel reingemoddet wird in das Spiel. Das wäre so cool. Oder halt, dass noch viele, viele Updates folgen. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Okay, das geht leider nicht. Also fällt diese Option leider weg für uns. Das ist sehr, sehr schade. Könnt natürlich die Tour hier beginnen lassen, aber das macht halt absolut keinen Sinn. Das ist da hinten schon so ein bisschen sinnvoller, denke ich. Deswegen bleiben uns, glaube ich, kaum noch Optionen. Die Option, die ihr am meisten reingeschrieben habt und die ich, glaube ich, auch am besten finde, ist, dass wir diese Jurassic World Zäune als Torausgang benutzen. Das wären dann diese Betonzäune. Die haben wir jetzt ja auch wieder im Spiel durch die Mod. Dass wir die dann so als Ausgang benutzen. Kommt, glaube ich, schon am nächsten da so ein bisschen mit dran, ne? Sieht jetzt nicht ganz realistisch aus, wie es auf dem Bild ist. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie wir es besser gestalten könnten. Wir könnten natürlich auch noch versuchen, da irgendwie so ein Tor oder so reinzubauen. Ja, aber das wäre dann auch zu breit und das würde überhaupt nicht hinkommen. Es gibt natürlich auch noch hier ein Tor. Das können wir uns auch noch mal eben angucken. Das könnte man auch versuchen, irgendwie zu kombinieren. Machen wir das mal eben. Aber ich glaube, das ist auch zu breit, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist aber auch immer alles kompliziert hier. So. Und dann gibt es genau dieses Tor noch. Kann ich auch mal platzieren. Ist an sich auch cool. Das werde ich, glaube ich, auch noch zwischendrin mal einbauen in die Strecke, so ein bisschen als Schleuse. Aber natürlich an dieser Stelle auch nicht so passend. Also ich glaube, die beste Lösung ist schon irgendwie, das so zu regeln. Ob ich das dann noch irgendwie kombiniert mit anderen Zäunen mache, das könnte ich natürlich überlegen. Man kann ja auch, haben wir ja im High Security Park gelernt, zum Beispiel irgendwie den Zaun verdicken oder so, indem man relativ nah hier rangeht. Hier einen Einrastpunkt setzt. So zum Beispiel. Und dann das Ganze hier auf der Seite auch nochmal macht. Dann könnte man zum Beispiel so einen Doppelzaun bauen. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Wäre das Ganze so ein bisschen massiver. Hier hätte man dann so einen Metallbalken. Ich weiß nicht, ob das passt. Das ist eine gute Frage, ne? Also von der Breite her würde es dann wahrscheinlich eher so auf einen Tunnelausgang hinkommen, aber ob das optisch dann so aussieht wie im Film, das ist halt die Frage. Man könnte natürlich auch die anderen Zäune mal versuchen. Ich will den hier. Achso, bei dem Zaun habt ihr übrigens geschrieben. Ich habe ja gefragt, woher der kommt. Den gibt es bei Jurassic Park 3 nur. Bei dieser einen Szene. Oder wie das aussieht. Hier kann man ja schon witzige Sachen bauen, ne? Warte mal, können wir das vielleicht auch anders kombinieren? Ich bin mal gespannt. Das, wenn ich jetzt. Nee, dann ändert sich das wieder komplett. Das hier nehme. Gott, hier kann man ja Sachen bauen. Das ist ja echt witzig. Wie das einfach aussieht. War bescheuert. Ich glaube aber, so macht es dann schon fast am meisten Sinn. Wüsste jetzt keine Kombination, die. Vielleicht von innen könnte man was anderes nehmen. Dass das von innen so ein bisschen spannender aussieht, wenn man da lang fährt. Ich meine, die Innenseite sieht man ja an sich nicht wirklich, ne? Als Tunnelausgang ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt, so wie es jetzt ist. So, ich baue jetzt hier gerade die Strecke. Gleich kann ich euch nochmal eben eine Sache zeigen, die mich so ein bisschen stört. Ich habe übrigens auch das Gefühl, dass ab dieser Kurve hier, sieht man auf dem einen Screenshot ganz gut, die Strecke so ein bisschen abgeht von dem Zaun. Also, dass sie nicht mehr ganz so nah da lang verläuft, von dem Zaun. Kann auch sein, dass ich mich täusche. Sieht aber auf dem einen Screenshot so aus, deswegen mache ich das einfach mal. Und dann verläuft die so ein bisschen mit Abstand vielleicht hier an dem Zaun entlang. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So ein bisschen so aus, ne? Aber ich denke mal. Was mich stört, wollte ich euch gerade noch zeigen, kurz. Ich weiß gar nicht, ob ich mich damit anfreunden kann. Also erstmal, dass ich hier mal zurückfliegen muss und nicht die Strecke anklicken kann. Das stört mich auf jeden Fall. Und dass man nicht mittendrin was abreißen kann. Das ist richtig doof. Das heißt, wenn ich hier nochmal was ändern will, in diesem Teil der Strecke, muss ich alles, was danach kommt, auch noch abreißen. Das ist total nervig und ätzend. Ja, ich bin mir halt noch nicht sicher, was ich hier hinbauen will. Aber wenn ich dann im Nachhinein das hier wieder verändere, muss ich alles neu bauen bis dahin. Ist halt richtig ärgerlich. Ich weiß gar nicht, ob man das vielleicht umgehen kann, indem man die Strecke verbindet. Wäre natürlich eine Maßnahme vielleicht. Das habe ich jetzt noch nicht getestet. Mal eben hier zusammen testen. Ist ja für euch auch, denke ich mal, interessant, die Info. Wie ist das jetzt? Ah, okay.
Okay, dann ist es egal. Dann haben wir jetzt eine Methode gefunden, wie man das umgehen kann. Man muss also nur die Strecke einmal verbinden, wenn man mittendrin was ändern will. Das ist ganz gut zu wissen. Ich bin mir aber gerade echt nicht sicher, ob ich das machen will. Also auf dem einen Screenshot hier sieht man das eigentlich ganz gut, dass es so ein bisschen abgeht, ne? Also wenn ihr mal jetzt hier vergleicht, in dieser Kurve geht es auf jeden Fall so ein bisschen ab vom Zaun. Ich glaube, das ist schon ein bisschen näher am Original dran, aber ich weiß nicht, ob ich mich damit anfreunden kann. Nein, wir wollen ja so originalgetreu wie möglich bauen, also lassen wir das erstmal so, denke ich. Den Eingang werde ich dann hier vorne hinbauen und der ist auch so ein ganz kleines Stück erhöht. Das heißt, hier geht es dann nochmal so ein Stückchen runter. Das werde ich auf jeden Fall auch berücksichtigen. So, der Grundriss steht und ja, ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Also der Abstand ist, glaube ich, ziemlich gut. Wenn ihr das mit dem Screenshot oben rechts vergleicht, das ist schon nicht schlecht. Was mir noch auffällt, im Original sind hier nicht diese zwei Lampen. Das habe ich vorhin auch versucht zu umgehen. Nämlich diese schräge Abrunde, weil wenn man das Ganze abrundet, dann entstehen nicht diese Lampen. Also wenn ich das Ganze so mache zum Beispiel. Was ist das denn jetzt gewesen? So kann ich auch wegbauen dann. Das ist ja interessant. Ah, dann entstehen aber wieder diese Lampen. Also ich glaube, das werde ich nicht hinkriegen. Also die Lampen sind mir dann, glaube ich, egal. Wir werden sowieso nicht alles ganz detailgetreu hinkriegen. Aber wenn ich jetzt hier anfange, mit diesen Abrundungen zu bauen, dann werde ich später, glaube ich, nur Probleme kriegen. Weil dadurch der Zaun einfach irgendwie so ein bisschen kaputt geht. Also ich glaube, so ist schon ganz gut vom Winkel. Die Höhe hier hinten müssen wir natürlich dann noch so ein bisschen anpassen. Aber ich will mich jetzt erstmal diesem Tunneleingang so ein bisschen widmen. Bin ich nämlich sehr gespannt, wie wir das gleich hinkriegen werden. Wo ich das so doppelt breit baue, mache ich es mir natürlich wieder schwieriger. Weil, ja, das ist halt auch so ein bisschen rumglitschen, habe ich immer das Gefühl. Ich glaube, das Spiel will gar nicht, dass man die Zäune so dicht aneinander baut. Aber man kann es halt so ein bisschen austricksen, wie ihr seht. Dadurch kriegt man halt immer so einen Doppelzaun hin, der relativ dicht aneinander ist. In einigen Situationen echt praktisch. Hier finde ich es eigentlich auch ganz gut, weil halt dieser Tunnel dadurch ein bisschen massiver wirkt, als einfach nur einen Zaun breit. Aber ist gar nicht schlecht. Oh, jetzt geht das nicht zu verbinden. Warum? Das ist jetzt die Frage. Natürlich jetzt problematisch. Scheint aber an dem Stück hier zu liegen. Müssen wir hier wahrscheinlich noch so ein Stück weiter nach links gehen. So ungefähr. Nehmen wir es mal aus. Okay, jetzt passt es. Perfekt. Das wäre dann der Tunnelausgang soweit. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Die Frage ist nur, wie führen wir jetzt den Tunnel weiter? Wird der in dieser Doppelzaunoptik bleiben? Das ist halt echt anstrengend, ne? Das so weiterzubauen. Könnte natürlich später auch anders das Ganze handhaben. Ich frage mich halt, wie es ist, so einen Doppelzaun zu bauen um eine Kurve jetzt hier. Machen mal so ein Stück vor. So, und versuchen jetzt mal hier diesen Doppelzaun zu machen. Mal sehen, wie gut das klappt. Ich meine, wenn das jetzt gut klappt, dann können wir es auch durchziehen. Das ganze Stück. Kann man das sogar von innen noch ein bisschen interessanter gestalten, gleich mit anderen Zäunen. Das glaube ich, ganz cool. Weil es soll ja später auch eine interessante Fahrt sein, ne? Wir werden natürlich auch die Stellen, die man nicht im Film sieht, versuchen, so interessant wie möglich zu gestalten. Aber jetzt müssen wir erstmal. Oha, okay. Das klappt ja wunderbar hier. Mit dem Abrunden, mit dem Doppelzaun. Das ist cool. So, ich habe das Ganze jetzt hier nochmal ein bisschen umgestaltet. Und das ist jetzt hier die Tyrannosaurus Rex-Szene. Die Toilette steht jetzt nochmal so ein bisschen mehr gedreht, dass das Ganze für mich ein bisschen mehr Sinn ergibt. Tatsächlich würde ich die sogar gerne noch ein Stückchen mehr drehen, auch wenn es im Film anders aussieht. Ich glaube, ich werde das Ganze so handhaben, dass die jetzt so, so ein bisschen in diese Richtung steht. So. Okay. Da macht es, glaube ich, echt mehr Sinn, wenn dann das Toilettenhäuschen oder der Typ da reinrennt ins Toilettenhäuschen. Ich glaube, wir gehen noch ein Stück damit zurück. Dann ist es, glaube ich, perfekt. Zumindest für meine Interpretation von Jurassic Park. Ich merke gerade immer mehr, wie ich einfach merke, dass man das nicht perfekt nachbauen kann. Deswegen baut das halt auch jeder anders nach. Also es ist halt wirklich krass. Versuch's natürlich so gut wie möglich. Aber viele Sachen sind dann einfach sehr, sehr komisch. Also die ergeben für mich in meinem Kopf einfach dann keinen Sinn. Und ist irgendwie unrealistisch. Und ja, gut, der Film ist von 1993, ne? Dass da ein paar Logikfehler und so drin sind, ist, glaube ich, ganz klar. Auch wenn ihr natürlich zum Beispiel das mit der Klippe,
mir auch versucht habe, logisch zu erklären. Ihr habt auch tolle Videos von reingeschnitten, wie das sein kann und sowas, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es einfach, dass die nicht so weit gedacht haben damals und es einfach ein Logikfehler ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass. Nee, also die Erklärungen sind einfach für mich zu kompliziert und zu unlogisch. Es ist halt im Film einfach zu schlecht dargestellt. Ich glaube, so ist das schon ganz in Ordnung. Ich will jetzt hier auch gar nicht so viel Schnickschnack machen. Habe jetzt auch so ein paar große Bäume und so zwischen gemacht. Aber ich denke mal, so passt das schon relativ. Mir ist übrigens aufgefallen, was bei dem Texture Pack echt doof ist. Man kann nicht hier diesen braunen Rand wegmachen mit Gras. Ich kann das hier nur überdecken mit Sand oder dem anderen. Also das scheint noch buggy zu sein. Ich hoffe, das beheben die noch. Wenn ich hier Gras mache, seht ihr, da kommt automatisch das Braun wieder. Das ist ziemlich, ziemlich doof. Aber das nehme ich jetzt in Kauf, weil ich das Texture Pack sehr, sehr mag. Und ich hoffe einfach mal, dass es bald nochmal so ein bisschen überarbeitet wird. Können wir mal den Zaun hier erstmal weiterziehen, wie der dann später verlaufen wird. Ich würde gerne heute in dieser Folge auch heute noch den Rexy freilassen, wenn ich ehrlich bin. Deswegen mache ich jetzt einfach mal die Gehegeform für den Rex fertig. Jetzt hier auch nicht zu klein das Ganze machen, aber auch nicht zu groß. Müssen wir halt aufpassen. Ich denke mal, wenn wir das Ganze so machen und dann hier wieder gerade abgehen noch ein Stück. Ich glaube, ich runde hier sogar nochmal ab. Ganze irgendwie so machen. Ich glaube, hier hinten müssen wir auch noch runtergehen später mit dem Gehege so ein bisschen. Also sieht man das halt im Hintergrund. Diesen ganzen Zaun und so, den müssen wir halt entweder verdecken oder das Gehege einfach runtergehen lassen. Weil im Film an sich sieht man halt auch nur die Zäune vorne. Wahrscheinlich waren die Zäune hinten auch nicht vorhanden. Ich meine, warum soll man sich die Mühe machen und Arbeit machen? Und da hinten noch Zäune aufbauen und darstellen, wenn... Geht das hier nicht weiter runter? Was ist hier los? So, ich habe das Ganze ein bisschen übergeglättet. Ah, so ein bisschen hugelig ist das noch, aber das macht nichts. So sieht das Ganze jetzt aus. Jeeps habe ich gerade mal ein bisschen umgepackt, das ist ja nicht schlimm. Hier geht dann die Strecke für die Jurassic Tour lang. Und hier ist dann sozusagen dieser Fluchtweg, den die dann fahren später mit Ian Malkin, als sie den gerettet haben. Und der geht dann ja sozusagen zurück zum Besucherzentrum. Der wird dann irgendwo da hinten lang führen, geht dann sozusagen hier vorne ab. Aber wir müssen jetzt erstmal das Tyrannosaurus Rex Gehege soweit gestalten. Im Prinzip ist es gar nicht schwer, das zu gestalten wie im Film, weil es ist einfach nur mega krass bewaldet. Deswegen werden wir das auch mega krass einfach nur bewalden. Ich sehe da auch keinerlei Redwood Trees oder so, das sind alles ganz normale Bäume. Und da werden wir uns ordentlich austoben. Oha, wir dürfen halt auch nicht zu sehr übertreiben. Immer so sehr, sehr schwierig. Mit diesen Tools. Das so zu machen, dass es noch realistisch aussieht. Hier unten ist halt auch mega viel Wald und so. Ich mache jetzt hier auch erstmal überall Wald hin. Vielleicht werden wir später dann noch so ein paar Stellen entfernen und so, dass das ganz so unrealistisch aussieht. Das sieht aber schon ganz gut aus. Ich glaube, hier vorne ist noch gar nicht so viel Wald. Das fängt, glaube ich, erst später an. Aber hier ist noch relativ frei, das ganze Stück. So. Aber im Gehege, ich glaube, hier vorne ist auch noch nicht direkt ein Baum. Aber hier ist sogar so allgemein so eine kleine offene Stelle. Und die Bäume, die fangen dann erst eine Baumreihe weiter unten an. Das sieht nur so aus, als wenn das direkt oben anfängt. Hier mache ich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen was weg. Vielleicht können wir hier auch noch mal so einen großen Baum hinmachen. Echt ganz cool. Mal schauen, wie das aussieht. Ich will wahrscheinlich jetzt mein ganzes Land hier anheben. Ne. Geht sogar. Okay, das gefällt mir. Der ist nämlich schön rund. Passt da sehr, sehr gut in die Kurve. Ja, das ist cool. Hier kommt dann der T-Rex die Ziege snacken. Ganze ist auch so ein bisschen angehoben. Könnte natürlich hier noch ein bisschen übergeglättet sein, aber irgendwie konnte ich das vorhin nicht machen. Das hat zumindest nicht gut geklappt. Okay, das hat ja schon mal besser geklappt. Hier noch ein bisschen überglätten. Hier darf es auch nicht zu krass sein. So, perfekt. Hier stehen die dann. Da kommt dann die Ziege rausgefahren. Jetzt können wir es ja auch wieder anstellen, das Ding.
45 Minuten, ja, wir machen mal halbe Stunde. Da wird ja auch gleich noch oder heute noch ein T-Rex reinkommen, auf jeden Fall. Da kommt sie dann rausgefahren, der, hier, wie heißt das denn? Dieser Pfeiler da an der rechten Seite ist auch auf der richtigen Seite. Ist cool. Schade, dass die Ziege da nicht angebunden ist und da bleibt. Das würde ich feiern, das wäre cool. So, und hier unten können wir eigentlich schon wieder interpretieren, wie wir wollen. Ich habe hier auch schon mal so ein kleines Gewässer eingezeichnet, wie ihr seht. Hier geht dann nochmal die Tour weiter. Hier kann man dann nochmal den T-Rex zu Gesicht bekommen. Ich denke mal, ich werde hier auf jeden Fall einen Fleischfutterspender noch unterbringen. Der wird sich, denke ich mal, hier ganz gut anbieten. So, das ist doch nice. Und dann werde ich, glaube ich, auch noch mit ein paar Felsen und so arbeiten und ein paar Dekomitteln, um das Gehege einfach ein bisschen zu gestalten. In diesem Gehege mache ich, glaube ich, keine Redwood Trees rein. Ich glaube, das lasse ich. Haben wir schon im letzten Gehege ausgiebig getan. So. Und nochmal. So ist ganz cool. Hier hinten vielleicht nochmal. Den Felsen mag ich ja sowieso sehr gerne. Und dann pinseln wir hier nochmal an. Untergrund so ein bisschen. So. Schon ganz gut aus hier. Können wir vielleicht auch noch mal das Ganze so ein bisschen bräunlicher machen. Der Übergang hier nicht ganz so krass aussieht. Bräunlich grün, das ist schon ganz cool. Sehr gut. Hier ist dann das Gewässer. Hier natürlich jetzt noch einige Bäume. Hier unten will ich aber auch nicht übertreiben mit Bäumen, aber auch nicht zu wenig, weil es ist halt ein sehr bewaldetes Gehege. Muss man dann einen guten Kompromiss finden. Ich glaube, der T-Rex mag in echt gar nicht so viel Gehege. Hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, warum ich nicht die Bedürfnisse anstelle. Es hat einfach den Grund, weil es mir einfach noch schwieriger machen würde. Und ich finde, es ist schon schwer genug, den Jurassic Park nachzubauen. So gefällt mir das eigentlich. Da kommt man hier so raus und hat dann hier wirklich so eine sehr bewaldete Gegend. Und da muss man echt Glück haben, den T-Rex auch zu Gesicht zu bekommen. Der soll sich ruhig zwischen den Bäumen gut verstecken können. Ich meine, der wird ja schon zu dem Wasser und sowas mal hier kommen. Da gehe ich zumindest stark von aus. Wir können hier nochmal ein Tor einbauen. Machen hier auf jeden Fall das rote Tor, nicht das blaue. Wir haben jetzt ja auch die Wahl. Ganz cool ist. So rum. Das Tor mache ich, denke mal, auf diese Seite hier. Das ist ganz cool. So. Ja. Am wichtigsten ist halt diese Szene hier vorne. Und ich glaube. Sorry, wenn es jetzt gerade laut wird, weil es hagelt gerade draußen. What the fuck? Oh nee, ey. Ich muss gleich noch zur Arbeit. Ich hoffe, es wird gleich nicht so glatt sein auf den Straßen. Oh, ich hoffe echt, das hört jetzt nicht zu laut. Oh mein Gott. So, hier hinten mache ich dann auch, glaube ich, nochmal als Weggabelung. Entweder könnten wir so ein Schild eigentlich hinmachen, ne? Visitor Center, das würde voll Sinn machen. Visitor Center. Hier entlang. Das ist echt, glaube ich, eine coole Idee hier in der Gabelung. Macht definitiv Sinn. Ich finde es echt doof, dass die Schilder da teilweise die Höhen verstellen von dem Boden. Das kann halt wirklich zu Problemen dann führen. Später, wenn man da schon was gebaut hat und dann denkt so, ach, jetzt nochmal ein schönes Schild aufstellen im Nachhinein, was da hinpasst. Und dann auf einmal, zack, alles kaputt. Wäre schon ziemlich ärgerlich. Entschuldigung. Ich glaube, ich mache hier so einen Felsen hin. Glaube ich, ganz nice. Kann ja allgemein so ein paar Felsen hinmachen, glaube ich. So. Und vielleicht dann nochmal so einen kleineren. So, dann können wir hier so ein paar Felsen in die Mitte machen. Dann sieht das Ganze so aus, als sich der Weg da auch durch ein paar Klippen spaltet. Vielleicht können wir allgemein hier auch noch ein bisschen felsigere Wand dann machen. Also hier werde ich das ja sowieso noch ein bisschen weiter fortführen, damit das nicht alles so langweilig und grün aussieht. So, machen wir schon mal so. Werde ich dann noch ein paar Büsche zwischen machen.
Finde ich ganz schön, die Büsche sogar. Ganz nice. Weiß nicht, ob ich hier nicht lieber Erde habe. So, der Tyrannosaurus Rex ist fertig. Natürlich im Original 1993 Muster. Das sieht ja auch sehr originalgetreu aus. Das haben wir ja schon mal analysiert in einem Video. Und da ist er. Falls ihr einen schönen Namensvorschlag für diesen Rex habt, schreibt ihn gerne unten in die Kommentare. Sehr beeindruckender Schrei. Genau, mit etwas Glück könnt ihr euch dann hier bei mir im Jurassic Park 1 Nachbauprojekt verewigen. Das wäre auf jeden Fall cool. Ich werde später auch das Safe Game für euch freigeben. Na, der wird jetzt wahrscheinlich erstmal in den Dschungel rennen. Die Ranger-Teams, ja, die müsste ich jetzt selber steuern. Mache ich alles später. Da soll hier ruhig erstmal eben frei ein bisschen rumlaufen. Das stört ja nicht. Ich möchte euch nämlich noch was sagen. Ich werde zur nächsten Folge auf jeden Fall noch ein paar Sachen vorbereiten. Nämlich hier diese ganzen Übergänge und sowas. Das werde ich alles fertig bauen und euch dann präsentieren, weil das will ich alles gar nicht unbedingt im Video haben, weil sonst sich das Projekt einfach viel zu sehr rauszögert. Und wir wollen ja auch noch Jurassic Park 2 und 3 irgendwann nachbauen und wir kommen ja so schon schlecht voran. Und deswegen werde ich solche Bereiche, die man in den Filmszenen sowieso nicht sieht, wie zum Beispiel hier oder diese Bereiche, die werde ich dann einfach so nochmal ein bisschen ausschmücken und ausgestalten, weil das ist halt alles noch, ja, sieht halt alles noch sehr Baustelle und unfertig aus. Ich glaube, wenn ich das hier fertig habe, alles und vernünftig gestaltet habe, sieht das Ganze auch schon wesentlich cooler aus. Die Tour an sich wird, glaube ich, schon relativ cool, wenn man hier durchs Tor kommt, dann hier das Dilo-Gehege, dann fährt man nochmal wieder ein Stück, dann kommt hier die T-Rex-Szene. Also ich glaube, wenn wir später den Film nachempfinden wollen, sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und mir macht das Projekt ja sowieso mega viel Spaß. Falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, unten dürft ihr gerne abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.